Hallo und herzlich zurück zu Let's Play Super Mario 64 Extreme Edition. Das waren wir hier bei dieser wundervollen Wasserwelt gestoppt, in der wir keine Ahnung hatten, wo wir irgendwelche Sterne holen könnten. Vor allem fehlt mir die rote Kappe, die ich da oben höchstwahrscheinlich brauche. Aber das soll mich jetzt mal nicht groß interessieren, weil ich ja irgendwas dann doch irgendwie schaffen können müsste in diesem Level noch. Ich meine, es gibt so viel Mist, den man schaffen kann, eventuell irgendwie. Da muss auch irgendwas dabei sein, was man jetzt so tun kann, ohne irgendwelche großartigen Vorbereitungen. Ich meine, die rote Kappe oben, gut und schön, die wird für diesen einen Stern gut sein, mehr aber wahrscheinlich nicht. Ich muss nur den richtigen Eingang finden und dann ist da schon wieder alles im grünen Bereich, denke ich mal. Solange das aber noch nicht geschehen ist, muss ich hier herumschwimmen, glauben, dass ich auf dem richtigen Wege bin und dann festzustellen, dass da ein Eingang war, den ich von Anfang an hätte sehen sollen. Mensch, bin ich dumm. Haut mich, schlagt mich, bringt mich um. Warum habe ich den nicht früher gefunden? Ich gehe schon wieder unter. Das sollte eigentlich kein Problem sein, außer da vorne. Oh, das wird doch ein Problem werden. Da vorne geht es schon wieder hoch, außer da steht so ein böses Teil. Nein, komm, das schaffen wir, das schaffen. Ach, das war knapp. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ja, da war ich hier überhaupt schon mal gewesen? Ich weiß nicht. Oh, die blaue Kappe, endlich. Blaue Kappe, oh, danke schön. Was? Ich kann nicht durch. Was? Wie? Unfair. Uncool. Luke Miller, ich hasse dich. Uncool. Ich dachte, ich könnte durch das Gitter gehen, wenn ich die blaue Kappe habe. So viel dazu. Das heißt, so viel wie Scheiß drauf, nix für dich. Find heraus, was du mit der Kappe machen kannst. Das kann ich denn damit jetzt machen. Den Stern, den ich damit, glaube ich, holen kann, den habe ich jetzt, glaube ich, schon. Die Sache ist, es gab ganz, ganz unten im Wasser irgendwie so ein Ding, wo man durchschwimmen kann mit der Kappe hier, aber das habe ich eigentlich schon längst gemacht, weil ich irgendwie durch die Wand glitschen konnte. Konnte man nicht irgendwie noch hier hinein? Ich sollte mich anscheinend doch nochmal umschauen, um zu sehen, was ich noch alles zu machen habe. Oder eher, was ich noch machen kann. Nein, ehrlich, ich habe keinerlei Ahnung, was ich hier noch machen könnte. Außer... Moment, ich könnte das ja mal rein logisch durchgehen. Was ich an Stellen habe, was mir noch fehlt. Es wäre eine Idee, die ich in Angriff nehmen könnte, aber ich bin zu blöd dafür, sie auch umzusetzen. Mal sehen. Hier unten gab es noch einen Durchgang. Das war das hier, da konnte ich ja reinschwimmen. Ich schwimme gerade mal rein. Wie auch immer ich das gemacht habe, nebenbei komme ich ja nicht überhaupt noch raus dann. Ne, komme ich nämlich nicht. Aber ich will den Stern nicht. Aber ich habe noch eine Idee, wo ich damit hin kann. Wenn ich jetzt nur den richtigen Weg dafür finde. Ich hoffe, es war rechts. Momentan sieht es danach aus, als wäre rechts richtig, aber ich bin mir momentan noch nicht sicher. Vor allem weiß ich, ob es reicht. Von meiner Länge her, wie lange ich das Ding habe. Nein, das reicht irgendwie nicht. Egal wie schnell ich schwimme, das wird nicht reichen. Egal wie schnell ich auch schwimmen werde, es wird nicht schnell genug sein, um das zu schaffen. Warte, ich habe gerade was Lustiges gesehen. Was ich glaube, ich hätte nicht sehen sollen, aber ich habe es gesehen. Da kann man ein bisschen durch die Wand gucken, aber das bringt einem, glaube ich, nicht so viel. Aber die Sache ist nach wie vor die, was ich gemeint habe. Dann kann ich viel schneller runterkommen hierhin, wo ich hin wollte, als ich das jetzt gerade eben getan habe. Ich meine, man kann so schnell sein im Schwimmen, wie man will, aber viel schneller kann man echt nicht da unten hinkommen, wo ich hin möchte. Ich möchte nämlich schnell dort unten hin. Und dann hier vielleicht durch die Wand zu gehen, aber anscheinend kann man das nicht. Nee, da hätte ich ja was sehen müssen in der Wand, wo man durch hätte könne, was weiß ich, ein paar Können nacheinander hingehängt hat. Ich schaue mir gerade mal das hier nochmal an hier. So, was haben wir eigentlich jetzt nochmal schönes hier? Hier haben wir nämlich auch wieder nichts. Dann besteht die Frage, was soll ich eigentlich mit dieser Kappe tun? Den Stern, den ich mit der machen soll, den habe ich ja schon gefunden. Aber was mache ich jetzt mit der?
You're back.
Thank you.
Ja, das Loch führt einfach ins Wasser. Mehr gibt's dazu auch gerade irgendwie nicht zu sagen. Okay. Dann mal gucken. Eine dieser Muscheln fehlt mir noch. Vier habe ich bereits entdeckt. Eine fehlt. Die Frage ist jetzt, wo ist die letzte? Und wo kommt der Stern hin? Was ich nochmal nachschauen müsste, da ich diesen Raum noch nicht ganz so genau angeschaut habe, ist dieser Raum. Oder doch nicht dieser Raum, dann war es auf der anderen Seite. Man darf sich ja mal irren, denke ich. Hier haben wir nämlich diesen Raum hier. Wir haben hier einen Strudel. Irgendwo da oben denke ich sogar Münzen. Und sonst haben wir hier wirklich nichts. Wir hatten auch irgendwo hier einen Tunnel. Das weiß ich auch noch. Das sind die Münzen. Die hätte ich ganz gerne noch, bevor ich ertrinke, damit ich nicht ertrinke. Ich glaube, meine Gedankenwege waren mal wieder sehr konstruktiv. So, mal gucken. Hier ist, war mal eine rote Münze früher. Das ist aber auch schon wieder ewig hier. Mehr ist hier wirklich nicht. Ach Gott, das ist zum Haare herausreißen. Wo ist das letzte Muschel? Mir fällt kein Ort, wo die sein könnte. Ich werde das schon wieder gleich ertrinken. Warte. Eine Idee kommt mir gerade. Ne, war eine Schwachsinnsidee, vergisst du's? Ja. Mein letztes Asset war hier oben. Ich habe kein... You're back.
So, da bin ich wieder. Und mit der Lösung hätte kein Mensch gerechnet. Ich habe jetzt im Internet auf YouTube nach einem Video geschaut von diesem Stern. Die Lösung für dieses Level ist interessant. Die Sache ist die, ich hatte ja bisher einen Raum ausgelassen, weil ich davon ausging, dass man diesen Raum nicht betreten könne, weil ein Strudel vorne dran ist. Jedoch ist genau das Gegenteil davon die Wahrheit, man kann in diesen Raum hinein. Es war nämlich dieser Raum hier. Das Problem ist, ich bin damals natürlich habe gleich versucht, unten reinzuschwimmen. Die Sache ist aber, dieser Strudel funktioniert nur in einer gewissen Höhe und zwar etwas tiefer als gerade eben gesehen. Das heißt, so viel wie man kann, durchaus da noch rein, vor allem da steht ein Stern. Vielleicht kann ich mich da wieder durchglitschen. Um es einfach zu sagen, hier ist das verdammte Ding. Und davon ging ich überhaupt nicht aus. Damit hatte ich kein bisschen gerechnet. Das bräuchte ich Münzen nebenbei. Die ich nicht bekommen werde. Ja, das ist das Ende. Dann muss ich wieder hier runter. Dann muss ich einfach mal schnell schwimmen hier. Zumindest ging ich einfach nicht davon aus, dass ich in diesen Raum hinein konnte. Jetzt ist es aber anscheinend doch möglich, aufgrund von den neuesten Cheater-Taktiken, die sich der liebe Doc Miller ausgedacht hat. Das heißt, so viel wie ich bin schon wieder im Kreis geschwommen. Da hinten müsste ich, glaube ich, rein. Ja, ist auch falsch. Das ist Zeit, die ich nicht verschwenden darf. Ich muss schon nochmal runter. Mit aufpassen, dass ich nämlich keine Teile verschwende. Ich habe nicht genug Luft oder irgendwas anderes, um mich zu retten. Heißt, ich muss jetzt perfekt hier runterschwimmen und den Sternstall holen. Aber es ist relativ interessant, dass man in diesen Strudeln, an der Spitze von diesen Strudeln nicht sterben kann. Ich muss sagen, das wusste ich nicht und es überrascht mich total. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte da nie nachgeschaut. Ich hätte nie versucht, da durchzuschwimmen. Weil ich einfach gedacht habe, es wäre nicht möglich, da durchzuschwimmen. Vor allem, jetzt weiß ich, für was die Tarnkappe noch gut ist und vor allem kann man auch hier nochmal hochschwimmen. Moment. Moment, was? Das hat eine Verbindung nach da oben? Was? Das habe ich nie probiert. Oh Mann, unfair. Da kann man auch noch durch. Och, na toll. So viel zu dem ganzen Zeug hier. Na, so viel dazu. Wunderbar. Na gut, okay, damit kann ich leben. Damit kann ich tatsächlich leben. Das Tunnel-Labyrinth Teil 1. Keine Ahnung, was ich dafür tun muss, aber ich werde jetzt erstmal etwas testen. Etwas, was ich jetzt noch testen möchte. Als allererstes sollte ich mir anschauen, wo ich lang schwimmen muss, wenn ich später mit der Tarnkappe hier durchschwimme. Das heißt, ich schwimme zuerst hier sofort rein. Gehe an den linkesten Loch, das am meisten gelegene linke Loch, schwimme hier durch und komme dann hier hin. Moment, ich bin schon am grünen Zeug vorbei, das ist da hinten. Warum können wir da jetzt auch durch können? Anscheinend können wir hier nicht so einfach durchglitschen. Schade, ich dachte, es könnte möglich sein, aber anscheinend kann man nicht alles erhoffen. Das heißt, dafür brauche ich tatsächlich die Tarnkappe. Die Frage ist nur, wo war die eigentlich? Das habe ich so ein bisschen vergessen, wenn ich ehrlich bin. Na klar, gut, sie war irgendwo oben. Die Frage ist nur, welcher Tunnel führt jetzt nochmal zur Tarnkappe? Ja, ich glaube, unten im früheren Eingangsbereich, da war etwas, was dann hierher leitet. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war irgendwo da unten. Na warte, die Münzen, die tun einem immer gut, die nehme ich mal gerade mit hier. Okay, wie hier lang? Oder, nee, warte, nein. Ich brauche die Tarnkappe. Hier rum ging es zu diesen blauen Münzen, das ist auch nicht richtig. Die Tarnkappe müsste es meiner Erinnerung nach hier geben, wobei ich gerade glaube, dass es falsch ist. Aber ich soll es einfach probieren, bevor ich nichts mache. Insofern probieren wir es, bevor wir überhaupt nichts tun und immer den falschen Weg gehen, bevor das hier wirklich der richtige ist. War das nicht der, wo ich immer zwei Energie haben muss, bevor ich oben ankomme, weil ansonsten mich so ein lieber Wasserläufer umbringt? Ich glaube, das war das. Wir können ja mal einfach hoffen, dass der Kerl jetzt nicht mehr da ist.
Hey, er war nett, er war weg. Moment, war das nicht für die Metallkappe hier dann jetzt? Oh, es war für die Metallkappe. Okay, Tarnkappe. Wo ist die eigentlich? Die Tarnkappe, was? Tarnkappe? Ja, die war eigentlich irgendwo hier. Bin ich gerade zu blöd, um die Tarnkappe zu finden, oder? Ich bin verwirrt. Ich bin auf jeden Fall verwirrt. Ich werde einfach einen anderen Weg gehen und hoffen, dass das dann der richtige war. Ich bin gerade irgendwie verwirrt und habe keine Ahnung mehr, was ich tun soll. Warte, da war noch ein Durchgang, wenn ich mich richtig erinnere. War das nicht sogar der richtige? War das nicht der, der zur Tarnkappe führte? Ach, wir schwimmen einfach lang und hoffen, dass es der richtige war. Wobei, das könnte auch der sein, der mich zu den zwei roten Münzen führt, die in dem einen dünnen Gang drin hängen. Aber ich weiß es nicht. Ich muss wirklich nochmal nachgucken. Ich habe mir das vorhin echt nicht gemerkt. Hätte ich vielleicht versucht, es mir zu merken, aber ich habe ein Gedächtnis während sie. Ich merke mir nichts für länger als 10 Sekunden oder sowas. Außer es ist wichtig. Aber war das hier mal was Wichtiges? Das ist Mario 64. Oh, aber immerhin, hier war die Tarnkappe. Sehr gut, dass ich wenigstens die gefunden habe jetzt. Das heißt, ich mache hier F5 und habe nicht genug... Oh, warte, ich brauche mehr Energie. Das heißt, die mehr Energie, ich brauche mehr Luft eigentlich, aber es ist im Grunde Energie. Ach, was soll's, komm. Okay, das heißt, ich muss mich hier hingucken lassen. Was ich rein theoretisch probieren kann, ist, du kannst die Kappe ja so, ja, du kannst die Kappe nämlich so... Du kannst die Kappe nämlich auch noch so einsammeln, das musste ich auch gerade testen, weil das einfach wichtig war, um schnell zu sein. So, jetzt muss ich wirklich noch schnell sein. Ah, verdammt, falsche Richtung. Auf der anderen Seite war es. Genau auf der anderen Seite. Naja, gut, okay, das ist kein Ding. Aber die Zeit scheint anscheinend zu reichen. Das ist immerhin sehr gut. Dann kann ich ihn schnell schnappen. Ich muss mich jetzt nur beeilen. Warum drehe ich mich so viel? Es war gar nicht mal nötig, sich so viel zu drehen. Warum habe ich das getan? Würde ich mal gut schwimmen hier. Ich sage erst, man kann dieses Spiel schlecht schwimmen, aber das war gerade sehr schlecht bisher. Naja, vielleicht reicht es ja noch. Ja, es reicht. Wenn man richtig schwimmt, klappt das auch. So, den Stand haben wir jetzt auch noch. Ich würde sagen, wir beenden die Folge dann für hier, sonst würde ihn mir noch zu lang fürs Hochladen. Das Tunnellabyrinth Teil 1 war das jetzt. Das Einzige, was man in dieser Welt jetzt, denke ich, noch tun kann, ist, ich gucke mir das gerade an, dann entscheide ich, ob wir die Welt nochmal betreten. So, F5 und rein. So, wir haben noch einmal die roten Münzen, das wird rechts das sein. Dann haben wir noch die 100 Münzen, das würde ich ganz gern vereinen, die beiden Sachen. Und mal noch das Tunnellabyrinth 3. Das heißt so viel wie nur noch rote Münzen und 100 Münzen. Ja, ich überlege mir, ob wir das machen für die nächste Folge. Und dann ja, geht's da weiter. Insofern, Ari, wieder schon bis zum nächsten Mal.